Leipzig gerade die Regionalbahn 0 und 90 nach Nicht-Einsteigen aus dem Bahnhof raus. Wo das wohl liegt, keine Ahnung. Und damit begrüße ich alle zu einem neuen kommentierten Trainspotting-Video, diesmal aus Gießen. Die letzten beiden Tage habe ich in Wetzlar gefilmt. Diese Videos verlinke ich in der Videobeschreibung. Und heute schauen wir uns mal wieder den Verkehr in Gießen an. Auf dem Gleis daneben kriegt ein Regionalzug Ausfahrt, den ich nicht zuordnen kann. Bespannt ist er mit der 146-272. So wie es aussieht, fährt dieser Zug in die Abstellung. Während ich auf meinen Zug nach Gießen wartete, hätte ich beinahe diesen Güterzug verpasst. Naja, da habe ich gerade noch rechtzeitig die Kamera ausgepackt. Ganz besonders interessiert mich auch diese Vectron, die hier steht. Was das wohl eine sein wird, vielleicht werden wir es ja gleich sehen. Ein altes Formsignal, auch nicht schlecht, sieht man nicht mehr so oft. Und da kriegt die Vectron Ausfahrt. Ah, das könnte ein Güterzug sein, wir werden es gleich sehen. Und tatsächlich. Schöne Lok. Ob in den Paketen, Containern, ob da meine lang ersehnte Lieferung drin ist, wer weiß. Vectron fährt übrigens Richtung Wetzlar. In aus der gleichen Richtung kam ich mit der RB40 aus Dillenburg am Bahnhof Gießen an.
bisschen Busverkehr kann auch nicht schaden. Auf einem der Nachbargleise habe ich soeben Scheinwerfer vernommen. Mal schauen, was da für ein Zug entgegenkommt. Und auch die RB40 wartet auf die Ausfahrt. Der Bahnhof Gießen ist übrigens ein Keilbahnhof. Das heißt, dass die Gleise in zwei unterschiedliche Richtungen abzweigen, beziehungsweise die Bahnhöfe. Das Gebäude hier hinten, das ist das Bahnhofsgebäude, welches von außen einen wirklich sehr schönen Eindruck macht. Das sieht so aus, als ob die RB40 jetzt Ausfahrt kriegt und tatsächlich die Trittbretter sind eingefahren. Und da macht sich dieser 442er Doppelkonvoi auch auf den Weg nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Einsam und alleine steht sie da, die 146. Unverhofft kommt sie aus der Ecke angefahren. Aus der Ferne kommt dieser Stadler Flirt. Das könnte die RE 99 sein. Und auch auf Gleis 2 macht sich ein Stadler Flirt auf den Weg. Nein, das ist diesmal die RB 49. Weiß jemand eigentlich, auf welcher Strecke die RB 49 fährt? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Dieser Stadler Flirt fährt in die Abstellung. Nochmal die RB40. Und wieder nach Frankfurt Hauptbahnhof. Ich glaube, ich sehe doppelt. Ah, und was erblicken meine Augen da hinten? Vielleicht sehen wir die auch mal fahren. Da hinten ist auch eine 183 abgestellt. Nein. Eine 187. Und auch die 145 macht sich eher nicht auf den Weg. Aber jetzt. Ihr entgegen kommt dieser Hamster.
Ziel dieses Zuges nicht einsteigen. Dahin scheinen heute wohl viele Züge hinzufahren. Der zweite Teil fährt allerdings nach Dillenburg. Drei Züge in einem Take, nicht schlecht. Wo dieser Lind wohl hinfährt? Anmutig schiebt er sich übers Gleisvorfeld. Hier eine Übersicht übers Gleisvorfeld. Ja. Hier hinten war mal eine Steinbrücke. Wo die es ist? Keine Ahnung. Hier kommt ein zweiter Stadler Flirt. Information zu RB 49 nach Hanau Hauptbahnhof über Friedberg. Abfahrt 17.35 Uhr, heute von Gleis 4, direkt gegenüber. Ich wiederhole. RB 49 nach Hanau Hauptbahnhof über Friedberg. Abfahrt 17.35 Uhr, heute von Gleis 4, direkt gegenüber. Die Fahrgäste müssen heute wohl im Gleisbett einsteigen. Weiß jemand eigentlich, wofür diese Rautenschilder gedacht sind? Falls es jemand weiß, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenden wir uns mal dieser abgestellten Diesellok zu, einer 212, wie es aussieht. Die Firma Körner, was die wohl macht. Auf Gleis 3 gibt es eine Durchfahrt, während sich die RB 49 aus dem Staub macht. Der ICE 1514 nach Kassel-Wilhelmshöhe hat 5 Minuten Verspätung. Naja, als ob das mal nichts Neues ist. Der Blick auf den Fahrplan verrät, hier gibt es einiges zu sehen. Hier kriegt jetzt die RB 40 nach Dillenburg Abfahrt. Solche Aufnahmen mache ich übrigens mit meinem neuen iPhone 12 Pro. Mit meinem alten Samsung Galaxy A52 hätte ich solche Aufnahmen in der Qualität nicht machen können. Wo der ICE nach Kassel-Wilhelmshöhe wohl bleibt? Eigentlich müsste der schon längst angekommen sein. Hinten steht die RB 45 nach Fulda und wartet auf die Abfahrt. Und in der Ferne schiebt sich endlich der lang ersehnte ICE in den Zug. Wie es aussieht, ein ICE 1. Für mich persönlich der schönste ICE. Der schönste und beste. Vor allem auch aus Nostalgiegründen.
ganz verschlafen schiebt er sich in den Bahnhof rein. Und währenddessen auf Gleis 4. Jetzt kommt hier keiner mehr rein. Denn für den ICE 1514 ist die Abfahrt gekommen. Die wir uns natürlich auch direkt mit anschauen. Das klingt einfach total schön, wenn der ICE seinen Motor hochfährt. Und da fährt er auch weg. Die Tage des ICE 1 sind übrigens auch gezählt. In den kommenden Jahren sollen diese nach und nach außer Betrieb genommen werden. Damit geht auch so langsam die Ära des ersten ICEs, der jemals serienmäßig gebaut wurde, zu Ende. Aber solange die noch fahren, erfreuen wir uns an jeder Durchfahrt. Die etwas erhöhten Speisewagen sind sehr markant. In der Ferne bahnt sich der RE99 seinen Weg übers Gleisvorfeld, der seinen Weg nach Siegen Hauptbahnhof weiter fortsetzt. Mit einem Zwischenhalt in Gießen und dem nächsten Halt Wetzlar. Anmutig geht es durch das Gleisvorfeld. Eilig scheint er es nicht zu haben. An der Stelle vielen Dank an den Triebfahrzeugführer dieses Stadler Flirts für den Lichtgruß. Zwei der Gleise am Gießener Bahnhof sind übrigens Stumpfgleise. Das heißt, hier geht es nicht geradeaus weiter, sondern rückwärts zurück. Weiß jemand eigentlich, was diese 4 bedeutet? Diese habe ich sowohl hier als auch da gesehen. Wenn jemand weiß, was diese bedeuten, ich bin gespannt auf eure Erklärung. Hier ist das Bahnhofsgebäude zu sehen.
Ja, was sehen meine müden Augen denn da hinten? Einen Stadlerflirt von der Cantus Verkehrsgesellschaft. Schöner Zug. Er verkehrt als RB 49 nach Gießen. Von Gießen nach Gießen. Interessanter Zugverlauf. Vom Zugverkehr gesehen ist es ziemlich ruhig geworden am Bahnhof Gießen. Die RB 40 nach Wetzlar wartet auf ihre Abfahrt. Und zwar auf Gleis 14. Auf den Gleisen 1 und 12 bis 15 verkehren die Züge nach Fulda und Wetzlar. Und auf der anderen Seite die Züge zwischen Frankfurt und Kassel bzw. ebenfalls nach Wetzlar, nach Hannover bzw. nach Norddeutschland. Jetzt kann sich auch die RB 40 nach Wetzlar aus dem Staub machen. Früher fuhren hier übrigens Staubsauger herum. Mit Staubsauger meine ich die Züge, die ich beim letzten Mal gesehen habe und die ich euch nach dieser Aufnahme einblende. In der Ferne kommt der RE 30 nach Kassel Hauptbahnhof angefahren. Er beginnt in Frankfurt Hauptbahnhof seine Fahrt und hielt unter anderem auch in Friedberg. Auch dort war ich schon mal zum Filmen. Die Videos von meiner letzten Tour in Gießen und der Friedberger Trainspotting Tour verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die RB 46 nach Gelnhausen, die steht auch immer noch. Und währenddessen hinten an Gleis 5 Tschüss, RB 49. Diese verkehrt nun nach Hanau über Butzbach und Bad Nauheim. Na dann, mach dich mal schnell aus dem Staub. Das wurde auch Zeit. Das grüne Signal blinkt schon. Und auch der RE 30 nach Kassel Hauptbahnhof fährt davon. Was bedeutet eigentlich das H unter dem grünen Kennzeichen? Signal. Für sachdienliche Hinweise bitte in den Kommentaren zu Wort kommen. Ist das ein Hamster oder irgendwas anderes, was da hinten am Gleis steht? Wir werden es gleich sehen. Auf Gleis 12 hat es sich die RB 45 nach Mücke gemütlich gemacht. Mücke liegt in der Nähe von Fulda.
Das F hier oben bedeutet übrigens, dass der Zug auf Gleis 3 Richtung Frankfurt fahren wird. Die 10 könnte eine Geschwindigkeitsbegrenzung sein. Ich tippe auf 100 km/h. Auf Gleis 3 wird mit 10 Minuten Verspätung der RE30 nach Frankfurt Hauptbahnhof abfahren. Das wurde auch langsam Zeit. Und da kommt er auch schon. Mit 10 Minuten Verspätung. Eigentlich nichts Neues. Ah, das ist schön, wenn mehrere Ansagen gleichzeitig laufen. Verstanden habe ich jetzt nur was so viel bedeutet wie: Das ist der typische Alltag bei der Deutschen Bahn. Nur welche Sprache das war, das kann ich leider nicht sagen. Und auch auf Gleis 1 gibt es eine Abfahrt bzw. ein Abfahrtssignal. Ob das eine Parallelausfahrt sein wird, wer weiß. Erstmal kriegt der RE30 Abfahrt. Na dann. Auf und davon. Nein, eine Parallelausfahrt wird es nicht, aber es macht ja nichts. Das hinten ist übrigens nicht die RB40 nach Frankfurt, sondern die RB40 nach Dillenburg. Erkennbar an dem W unter dem grünen Signal. Die 7 kennzeichnet eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern. Und da macht sich die RB40 auch aus dem Staub. Na dann, gute Fahrt! So langsam geht auch die Sonne unter. Da macht sich der Hamster aus dem Staub. Man kann sagen, was man möchte, aber der Bahnhof Gießen ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbahnhöfe. Im Hintergrund hört man die Musik vom Rettungsdienst. Mir ist sie ein bisschen zweitönig. Da geht ein bisschen Abwechslung. In der Ferne müsste gleich die RB40 nach Frankfurt Hauptbahnhof eintreffen. Mit der gleichen bin ich eine Stunde vorher von Wetzlar nach Gießen gefahren, dem Bahnhof, wo ich hier gerade stehe. Mal schauen, wo der Hamster bleibt. Währenddessen ein Blick rüber. Wo gerade wieder ein Lind kommt. Sogar als Doppeltraktion. Herrlich. Währenddessen kriegt die RB45 nach Mücke Abfahrt. Beziehungsweise Abfahrtssignal. Wenn sie denn losfahren würde. Ah, jetzt. Na dann, tschüss.
Und zur selben Zeit in der Gegenrichtung. Na, wer kommt denn da angefahren? Der Hamster. Auf dem Weg nach Frankfurt Hauptbahnhof. Wieder mit Zwischenhalt Gießen und, soweit ich weiß, auch Friedberg. Ziemlich verträumt trödelt er durch den Bahnhof. Naja, ist ja auch abends. Da will man es eher gemütlich angehen lassen. Abstrakte Kunst auf dem Zug. Mein Kunstgeschmack ist es ja nicht gerade. Die RB40 hat es sich jetzt auf Gleis 4 gemütlich gemacht und verharrt dort, bis sie wieder das Abfahrtssignal kriegt. In der Ferne schiebt sich wieder ein Zug durch den Bahnhof. Das könnte ein Güterzug sein. Und tatsächlich, die RB45 nach Alpshausen kriegt Abfahrt. Da schauen wir kurz drauf. Und natürlich auch rüber zur 185 524 6, die mit den Containern auf dem Weg durch den Bahnhof ist. Sorry, dass ich gerade was schreien musste. Was ist das denn? Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich mal sagen. Vermutlich ist dieser Wagen auf dem Weg in die Ukraine. Man hört ja immer wieder von Lieferungen. Gerade wollte ich mich dem entgegenkommenden RE widmen, als ich das hier gesehen habe, was ich denn beinahe verpasst hätte. Jetzt kommt der auch noch. Immer dann, wenn ein anderer Zug durchkommt. Sowas ist immer ärgerlich, aber zum Glück wurden wir mit dem Güterzug davor entschädigt. Apropos Güterzug. Kommt da hinten wieder einer? Nee, das sieht eher nach einem Lind aus, der sich da durchs Gleisvorfeld schiebt. Aber naja, immerhin haben wir so jetzt 3 Züge in einem Take. Den Hubschrauber, den ihr gerade eben gesehen habt, war übrigens tatsächlich der Hubschrauber von der Luftrettung Gießen. Dann verfolgen wir mal diesen Lind, wo auch immer der herkommen mag. Aber das werden wir gleich sehen,
wenn wir einen Blick auf die Matrix werfen. Wo der herkommt, keine Ahnung. Sein Fahrziel, nicht einsteigen. Dahin scheinen heute viele Züge hinzufahren. Meine Vermutung, dass dieser Zug gerade aus der Abstellung kommt. Habe ich wohl ein bisschen zu sehr gezoomt. Drei Züge in einem Take. Sogar vier. Nicht schlecht. Hier hat die RB40 nach Frankfurt Hauptbahnhof Ausfahrt. Und zwar als Doppeltraktion. Als zu zweit ab nach Hause. Am abgestellten Start La Flirte und dem Force und dem Formsignal vorbei. Dann passiert dann auch die Grinsekatzen und den Hamster sowie die 187, die dort hinten abgestellt ist. Auch diesem abgestellten Start La Flirte sagt er kurz Hallo. Das da hinten könnte das Stellwerk Gießen sein. Ob das noch in Betrieb ist, keine Ahnung. Und soeben ging auch die Bahnsteigbeleuchtung an. Es werde Licht, sehr gut. Auch bei dieser schwarz-weißen 4 und diesen Schildern bräuchte ich etwas Aufklärungsbedarf. Wenn jemand weiß, was diese hier bedeuten, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Also, nochmal, gemeint ist dieses Schild, na, wo ist es? Da hinten, das Schild und das Schild. Ah, da ist noch eins. Wenn jemand weiß, was diese Schilder bedeuten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt warten wir auf die RB49 von Hanau, die gleich in Gießen Einfahrt haben wird. Na, wo bleibt sie? Ah, da hinten kommt sie. Ein Start La Flirte, wie es aussieht. Oder? Nee, das ist eher eine Grinsekatze. Also eine Baureihe 1440. Wenn sich jemand fragt, warum diese Grinsekatze genannt werden, schaut euch die Front an. Dann wisst ihr Bescheid. Diese Grinsekatze kriegt auf Gleis 5 Einfahrt. Die Fahrt scheint hier zu enden, denn die Matrix wurde auf Nicht-Einsteigen geändert. Geschmeidig wie eine Katze geht es in den Bahnhof rein. Während sich auf der anderen Seite wieder ein Lind in den Bahnhof schiebt. Was das wohl für einer sein wird? Beziehungsweise wo der wohl hinfahren wird.
Ihr kriegt es jedenfalls wieder auf der Bahnhofseite Richtung Fulda Einfahrt. Das könnte die RB45 aus Wetzlar sein. Beziehungsweise aus Alpshausen. Mit Durchfahrt in Wetzlar, während hinten wieder ein Bus durchfährt. Gerade war er kurz zu sehen. Und hier schiebt sich der nächste Hamster ins Bild mit dem Zugziel Gießen. Die RB 41 und 40. Die 41 wird hier abgekuppelt und fährt in die Abstellung. Die RB 40, die fährt weiter nach Dillenburg über Wetzlar. Die Zugrichtung wurde geändert, das heißt, gleich geht es für die RB 40 weiter nach Dillenburg. Die 5 heißt 5 Stundenkilometer, das sollte klar sein, aber das N? Jedenfalls kriegt die RB 40 jetzt Ausfahrt. Na dann, gute Fahrt. In die Gegenrichtung habe ich gerade ein grünes Signal gesehen. Mal schauen, was da gleich für ein Zug fahren wird. Da hinten kann man es sehen. Das sieht wieder nach einem Güterzug aus. Güterverkehr finde ich ja immer besonders spannend, weil man da nie genau weiß, was durchfahren wird. Mal schauen, was es diesmal für eine Lok ist. Eine. Kenne ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist es eine Lok von Hector Rail. Wenn jemand weiß, was das für eine Baureihe ist, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die Ansicht gefällt mir gut. Und auch dieser Linz kriegt Ausfahrt. Er fährt in die Abstellung. Und was hat sich da hinten angeschoben? Ein weiterer Hamster. Was war das gerade eben? Die Batterie wird langsam knapp. Die RB 41 von Gießen nach Gießen. Auch nicht schlecht. Und mit diesem Hamster verabschiede ich mich auch von euch. Sage damit bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch dieser Bus sagt Tschüss.
Jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ein altes Vorsignal. Formsignal, Entschuldigung, mache ich nochmal. Ein altes Formsignal. Auch nicht scheiße. In der Ferne schiebt sich der RE99 an. In der Ferne müsste gleich die RB40 nach Frankfurt Hauptbahnhof eintreffen. In der Ferne müsste gleich die RB40 von In der Ferne müsste gleich die RB40 nach Frankfurt Hauptbahnhof eintreffen. Jetzt habe ich Die Zugrichtung wurde geändert. Das heißt, gleich wird es dahin.